Sehr geehrte Damen und Herren, Schelke und ich freuen uns wieder, Sie hier begrüßen zu dürfen. Unser heutiges Thema sind Regensinkkästen. In einem unserer vorherigen Videos haben wir über die Dachentwässerung gesprochen, wie wichtig die ist. Und dieses Dachwasser, Regenwasser, wird auch irgendwo in die Kanalisation übergeleitet. Und dafür gibt es die Regensinkkästen. Lieber Schelke, worauf muss ich achten beim Übergang auf den Kanal, wenn ich jetzt so eine freie Regenwasserfallleitung an meinem Gebäude plane und installiere? Ja, wichtig ist einmal, dass hier ist auch normativ so geregelt, dass der Übergang zwischen senkrechter Fallleitung und Übergang in die horizontale Grundleitung, dass hier eine Reinigungs- bzw. Putzöffnung vorhanden sein muss. Und idealerweise verwendet man einen Regensinkkasten. Mhm. Sprich, das ist so ein Einbauteil, der in das Fundament bzw. in das Erdreich verbaut wird. Auf der einen Seite, wie man hier sieht, wird die Fallleitung dann eingeführt. Man hat 3 Passringe im Lieferumfang dabei für die verschiedensten Fallleitungsdimensionen, 80, 100 und 120. Die kann man sich da anpassen, das Ganze ist exzentrisch, damit man genau auf Position kommt mit der Fallleitung. Ja, und das ist eigentlich der optimale Übergang zwischen Regenfallleitung. Über diese Reinigungsöffnung kommt man dann zu einem Laubfangkorb, der mir eben verhindert, dass die liegende Leitung verstopft wird durch Laub oder diverse anderen Verunreinigungen. Und dieser Laubfangkorb hat gleich eine Überlauffunktion. Das ist ganz, ganz schlau gemacht. Auch wenn der Laubfangkorb, sollte der voll sein, hat man noch immer eine Möglichkeit, dass das Wasser hier als Notbetrieb, sage ich jetzt einmal, abfließen kann. Verstehe. Und Schelke, wie ist das? Ich schließe jetzt meinen Regensinkkasten unterhalb an die Abwasserleitung an. Die hängt meistens in der Stadt auch am Mischwasserkanal, bedeutet da, wo das Abwasser von der WC-Schale zum Beispiel reinrinnt. Wie verhindere ich jetzt, dass hier bei der Regenwasserfallleitung die Kanalgase hochsteigen und eventuell zum Beispiel beim Dachfenster dann im Sommer reinziehen? Ja, das ist auch ziemlich einfach gelöst. Wir haben hier eine Klappe integriert, die ist werkseitig integriert. So sieht die Klappe aus, eine mechanische Geruchsklappe, wo eine Dichtung auch aufgebracht ist. Das heißt, wir dichten nicht nur Kunststoff auf Kunststoff, sondern eine Gummidichtung dichtet hier auf einem Kunststoffdichtsitz ab. Das heißt, ich bin hier auch geruchdicht. Verstehe. Das heißt, durch das anfallende Regenwasser geht die Klappe auf und schlechter Geruch bzw. Kanalgase können nicht über die Fallleitung dann aufsteigen. Ja. Dadurch, dass kein Wasser drin ist, ist das Ganze auch frostsicher. Und wir haben hier jetzt das Modell gesehen, Schelke, für die freien Regenwasserfallleitungen. Ich werde von meinen Kunden oft gefragt, bei Bauvorhaben, bei neuen Vorhaben, die Regenwasserfallleitung wird hinter die Fassade geplant. Ja. Wie schließe ich da dann sauber an? Bevor wir zu diesem Punkt kommen, möchte ich da noch eines erwähnen. Mhm. Wir haben hier 2 Gelenke. Ein Drehgelenk und ein Kugelgelenk mit 2 Gelenken. Das heißt, egal wie auch immer die Grundleitung verlegt wird, in welchem Gefälle, in welcher Position, ich kann hier sowohl den Abgang 360 Grad verdrehen, beziehungsweise den Abgangstutzen von waagrecht auf senkrecht verstellen. Okay. Ja. Also da habe ich schon die Möglichkeit, einfach das Ganze an das Kanal jetzt anzuschließen. Praktisch. Mhm. Um zu deiner Frage zurückzukommen, es ist richtig so, dass die Fallleitung sehr oft jetzt in den Fassaden versteckt werden, möchte ich einmal sagen, meistens vorgehängte Fassaden, bei wärmegedämmten Fassaden ist das etwas problematisch, dadurch man dort an Wärmedämmung verliert, an der Dicke der Wärmedämmung. Zu dem Zweck haben wir uns auch was überlegt, hier einen Regensinkkasten mit seitlichem Anschluss. Ach, super. Das heißt, der Regensinkkasten wird dann außerhalb versetzt und hier haben wir dann ein Anschlussrohr, mit dem wir die Verbindung dann zu dem Übergang
in die senkrechte Fallleitung, die sich eben hinter der Fassade befindet, so ja, wie man es hier sieht, verbinden kann. Sehr gut. Und meistens ist es ja dann nach hinten auch ein Kunststoffrohr, ein dichtes Rohr, nicht wie bei einer Regenrohr, das vor der Fassade verbaut ist. Das ist meistens dann ein Blechrohr. Diese Verbindungen sind auch nicht so dicht wie bei einem Kunststoffrohr. Das heißt, dann habe ich hier einen sauberen, dichten Abschluss. Und so wie wir es hier auch in dem Schnitt sehen, die Leitung in der vorgehängten Fassade reingeführt. Und am besten, wenn sie es ausgeht, mit 245 Grad Bögen in den 110 angeschlossen. Ja. Was noch vielleicht dazu zu sagen wäre, wenn man sich auf einem öffentlichen Grund befindet, hier haben wir den Regensinkasten komplett aus Kunststoff gefertigt. Die ganzen Kästen gibt es auch mit Guss, Rahmen und Rost, sprich der ganze Sichtteil hier oben ist aus Guss und der Rest unten bleibt aus Kunststoff. Der Deckel und der Rahmen aus Guss. Somit kann man auch mit heißem Gussasphalt direkt an den Regensinkkasten direkt anarbeiten. Und natürlich eine andere Belastungsklasse hat man durch diesen Gussaufsatz. Stimmt, ich wurde oft von Kunden gefragt, Stadt- oder Gehsteig, beziehungsweise auch Altstadt mit Pflastersteinen, da bietet sich so ein Gusssichtteil dann optisch auch sehr hochwertig an. Und Scheko, wie ist das gerade so im Mehrfamilien- als auch im Einfamilienhausbereich, finde ich rundherum das Haus zur Abgrenzung von der Rasenkante so ein Kiesbett. Wie ist das, da habe ich da eine Möglichkeit, diese schwarzen Sichtteile anders zu gestalten, zu bewerkstelligen? Ja, da haben wir uns auch was überlegt, und zwar kann man den Deckel, sage ich jetzt einmal, der dann hier in der Landschaft dann hier schwarz oft nicht dazu passt, zur Umgebung, haben wir dann einen speziellen individuellen Aufsatz, den man dann entweder mit so einem Kies, mit einem Zierkies belegen kann, beziehungsweise mit Platten. Wenn es ein Plattenbelag ist, kann man den Ganzen mit einer Platte belegen. Ja. Und so wie man es hier sieht, auf diesem Beispiel, befindet sich dann unterhalb dieses Aufsatzes dann der eigentliche Reinigungsdeckel, wo ich dann wieder zu den Funktionsteilen vom Regensinkkasten dazukomme. Super, das heißt, dadurch ist das Ganze ein wenig getarnt, getäuscht, optisch aufgehübscht und auch, ich sehe jetzt bei der Wartung selbst, gerade im Mehrfamilien-, Mehrparteienhaus, wenn ich das Ganze mal reinigen will, komme ich hier schnell dazu, muss nicht das Kiesbett erst auf die Seite räumen. Individuell anpassbar. Super. Vielen Dank, lieber Scheko, sehr geehrte Damen und Herren. Uns war es wieder ein Volksfest. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir freuen uns auf Ihre Anrufe, auf Ihre Mails und vor allem auf das nächste Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wiedersehen. Wiedersehen.